Und da hier auch noch eine. Und dann nehme ich den Redstone natürlich auch wieder mit. Und das Gold. Alter, wie viele Rohstoffe wir hier auch finden in der Höhle. Das kannst du echt keinem erzählen. So, ich habe irgendwie die Befürchtung, ja, dann baue ich mir hier mal das... Halt. Gut. Bevor ich da in Lava stürze, mache ich das lieber so. Nein, kein Platz im Inventar. Die Knochen schmeiße ich mal weg. So, ich könnte mir jetzt ein 64er Stack Obsidian voll machen. Könnte ich jetzt eigentlich tun. Aber allerdings weiß ich nicht, was ich dann für Gesprächsthemen nehmen soll. Es wird nämlich dann auch sehr unspannend werden, wenn ich hier die ganze Zeit nur Obsidian abbaue. Aber naja, gehört halt mir dazu. Und ja, ich ziehe das Let's Play in die Länge dadurch. Was könnte man denn mal so erzählen? Neulich habe ich ja Fernsehen geguckt. Ja, ich habe auch mal Fernsehen geschaut. Das Frühstücksfernsehen auf Sat.1. Und ich habe gedacht, ich werd nicht mehr. Also, nee, es... wie man sowas machen kann. Also, da sitzt doch tatsächlich eine rum. So eine super... alte... faltige... keine Ahnung, ich kann das nicht weiter beschreiben. Die sieht aus wie eine Rosine. Und die meint... zu wissen... wie sich Prominente zu verhalten haben. Weiß gar nicht, um was es da ging. Da ging es, glaube ich, um Jenny Elvers oder was auch immer. Die ja angeblich irgendwie mal alkoholabhängig war oder sowas. Und da haben die drüber diskutiert, dass die... da hat sie ein Glas Sekt getrunken und haben die drüber diskutiert. Das kann die doch nicht machen. Die kann doch nicht ein Glas Sekt trinken. Wenn man ehemaliger Alkoholiker war, kann man das nicht bringen. Da ist die Rückfallchance viel zu groß. Und hier habe ich gerade Lava wieder gefunden. Ist nicht gerade toll, aber ich passe natürlich auf, dass ich nicht reinfalle. Ja, jedenfalls haben die da rumdiskutiert darüber. Und ich frage mich, kann man das machen? Ist das... warum macht man sowas, sich in das Leben von anderer Leute einzumischen? Ich meine, man wischt sich ja auch nicht in das Leben von der ein. Man kann ja auch eine extra eine Sendung machen und dann über die sagen, ja, wie ziehst du dich an? Du kannst doch nicht einfach mit deinen... mit deiner... ich sag einfach mal... Apfelsinenhaut... kannst du dich ja nicht in Minirock ins Studio setzen und deine Beine präsentieren. Das geht doch gar nicht. Ich meine, da gucken doch junge Leute zu. Oder wie seht ihr das? Also... kann ich nicht verstehen. Ich wäre da beinahe so ausgerastet, dass sie da wirklich da sitzen und eine halbe Stunde darüber rumdiskutieren. Wirklich eine halbe Stunde. Und dann sitzt du zu Hause und fässt dir an den Kopf. Und da gibt es bestimmt welche, die sitzen auch zu Hause und finden das super toll. Ich muss ja aufpassen, dass ich hier nicht in die Lava reinfalle. Die finden das super toll, wie die darüber diskutieren und stimmen dem vollkommen zu. Ich weiß nicht, also... also ich würde mir das nicht geben, wenn ich selbst nicht im Fernsehen arbeiten würde und so eine Talkshow hätte. Ich könnte mir das einfach nicht geben, da über fremde Leute zu urteilen. Ich meine, wenn die alkoholabhängig war... und jetzt halt mal ein Glas Sekt getrunken hat, ja mein Gott, dann ist es halt eben so. Dann will die das auch.
Ich meine, die weiß ja selber, wenn sie Alkohol trinkt, dass sie rückfällig werden könnte. Es ist ja nicht so, dass sie erst 10 Jahre alt ist oder sowas. Ich meine, das ist eine erwachsene Frau, die wird ja wohl wissen, wo ihre Grenzen sind und wo nicht. Wie viel Obsidian habe ich jetzt schon? 24 Obsidian, das läuft ja relativ gut gerade und relativ schnell. Ich meine, die weiß doch, wo ihre Grenzen liegen. Und apropos Talkshows, ich meine, naja, Talkshows, das ist ja sowieso so eine Klasse für sich wie Brit und, weiß nicht, wie heißen die anderen? Vera gab's ja auch mal, aber ich glaube, die Serie gibt's nicht mehr. Oder die Talkshow. Wurde da, glaube ich, abgesetzt. Die macht ja jetzt, wie heißt das? Wie heißt denn die Serie? Vera hilft? Irgendwie sowas. Da gibt es ja auch so arme Familien. Ja gut, das muss ich sagen, das finde ich ja noch relativ toll, dass sie armen Leuten hilft. Obwohl ich ja auch vermute, dass das alles gestellt ist. Die Talkshows im Fernsehen sind ja auch alle gestellt. Und genauso wie hier die Folgen wie Toto und Harry, also Acht und Kontrolle, das ist ja auch alles gestellt und geht alles nach Drehbuch. Habe ich ja vorher auch alles nicht geglaubt, aber ist nun mal so. Es geht alles nach Drehbuch und wieso baut er da jetzt nicht? Jetzt baue hier so. Und da wird man richtig, gibt's richtige Casting-Shows, wie man da gecastet wird. Zum Beispiel auch für Barbara Salisch. Da wird auch gecastet und sowas. Und Moment, ich muss jetzt erstmal kurz was trinken. Moment, bin gleich wieder da. So. Hab mir gerade nämlich schon wieder die Kehle trocken geredet. Jetzt geht's schon wieder ein bisschen besser. Und eine Aufnahmepause sollte ich auch eigentlich gleich mal machen. Danke für das Obsidian. Ja, was wollte ich jetzt noch? Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, Toto und Harry. Weiß nicht, wer die Folge kennt. Das ist ja, sind ja so zwei super Polizisten, die halt so durch Köln durchfahren und super Verbrechen aufklären. Super intelligent, super schlau, einfach super. Das sind die Helden des Tages. Also wenn so ein Polizist mir begegnen würde, dann würde ich mich sofort sicherer fühlen. Und es ist schon sehr unrealistisch dargestellt, das Polizeileben, was sie da im Fernsehen so zeigen. Vor allem bei sowas wie Toto und Harry. Das ist einfach so unrealistisch. Vor allem, was die auch immer da für Fälle zeigen. Weiß ich, was war da neulich für ein Fall gewesen bei denen? Da gab es irgendwie einen Nachbarn, der hat ein Luftgewehr zu Hause gehabt. Und hat seine Nachbarn vom Fenster aus abgeschossen. Mit dem Luftgewehr. Und dann haben die natürlich ermittelt, wer denn dieser Nachbar ist. Und dann haben sie es am Ende rausgefunden. Der hat dann früher noch ein paar Waffenscheine gehabt. Oder er hat früher gerne Waffen gesammelt und hatte dann die halt zu Hause gebunkert. Wollte es aber nicht zugeben, sondern hat nur zugegeben, dass er ein Luftgewehr besitzt. So, und dann am Ende haben sie natürlich einen Durchsuchungsbeschluss gehabt. Und was haben sie dann natürlich gefunden? Noch 1000 andere Waffen, die er im Sofa versteckt hat, wo er sich natürlich draufgesetzt hat. Und nicht aufstehen wollte. Und von dem her war es natürlich klar, dass da drunter noch mehr sein muss als nur Bettbezüge oder was auch immer, was man halt so unterm Sofa lagert.
Ich weiß ja nicht, was man da unterm Sofa alles so lagern kann. Naja, jedenfalls hat sich dann herausgestellt, dass er noch ein paar andere Waffen besitzt, unter anderem auch dieses Luftgewehr, und dass er auf den Nachbarn geschossen hat. Denn das hat sich alles so nach der ballistischen Flugbahn herausgestellt. Und ja, und der Grund war dann, was war denn der Grund? Das wird man natürlich kaum glauben. Es ist natürlich ein sehr emotionaler Grund und vor allem ein sehr überzeugender Grund, warum man einfach mal so auf seinen Nachbarn ballert. Dass der Nachbar immer auf seinem Parkplatz gestanden hat. Ja, das ist natürlich ein Grund, auf seinem Nachbarn zu schießen, wenn der einem den Parkplatz klaut. Scheiße. Das passiert bestimmt an jedem Ort, ist natürlich auch total realistisch. Jeder hat ein Luftgewehr zu Hause und ballert auf seinen Nachbarn, wenn der einem den Parkplatz klaut. Nee, also ganz ehrlich, wer sich solche Fälle ausdenkt, der, weiß ich, der gehört eigentlich weggesperrt. Ich meine, sowas gibt's doch nicht wirklich. Oder habt ihr sowas schon mal wirklich erlebt? Wenn ja, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare, das würde mich echt mal interessieren. Und vor allem, wie das ausgegangen ist. Also, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es sowas gibt, obwohl eigentlich sollte einen ja in dieser Welt nichts mehr schocken. So, wie habe ich jetzt 52? Das heißt, 12 Stück muss ich noch abbauen. Ach, das mache ich natürlich noch. Naja, das dauert ja. Und schon wieder haben wir einen abgebaut. Wow, das geht ja relativ schnell. Ich glaube, ich habe jetzt fast den ganzen Part nur mit Obsidianabbau verbracht. Und ich glaube, den Stack mache ich noch voll und dann werde ich eine kleine Aufnahmepause machen. Mal wieder. Weil es ist mittlerweile 3 Uhr in der Früh. Und bei mir kommt ein Elektriker um 8 und da will ich natürlich ausgeschlafen sein, weil bei mir zufälligerweise der Durchlauferhitzer kaputt gegangen ist, wodurch ich kein warmes Wasser bekomme. Aber ich bin ein harter Kerl, ich dusche natürlich kalt. Das macht man so. Obwohl das ja eigentlich gar nicht so dumm ist, sich im Winter kalt zu duschen. Weil das ist ja immer das, was viele verwechseln. Im Sommer sagen sie, ja, ich muss mich kalt duschen, was eigentlich völliger Blödsinn ist. Weil nämlich wenn man sich im Sommer kalt duscht, verengen sich die Venen, also die Adern, da wo das Blut durchfließt, für welche, die das nicht genau wissen. Und dadurch wird natürlich mehr Blut im Körper gespeichert, weil dadurch, dass sich die Venen verengen, wird auch weniger Blut durchgepumpt und dadurch bleibt auch mehr Wärme im Körper. Das heißt, man schwitzt folglich mehr im Sommer. Wenn es warm ist, zum Beispiel 30 Grad und du duschst dich mit 30 Grad warmem Wasser, nicht mit 30 Grad warmem Wasser, sondern mit 10 Grad kaltem Wasser, verengen sich deine Venen so stark, dass du so gut wie keine Wärme verlierst, sondern die Wärme im Körper gespeichert wird. Anders natürlich, wenn du dich im Sommer warm duscht, erweitern sich die Adern, dadurch gibst du natürlich auch mehr Wärme frei, weil natürlich auch mehr warmes Blut durch die Adern fließt, die natürlich weit sind. Und dadurch schwitzt du nicht mehr so viel.
Und im Winter soll man das natürlich genau umgekehrt machen. Im Winter kalt duschen, damit mehr Wärme im Körper gespeichert bleibt.